So, und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal LPLente und heute zu einem etwas anderen Let's Play, und zwar ein kleines Horror-Grusel-Spiel-Psycho-Game. Und zwar ganz viele Five Nights at Freddy's. Ich feiere das Spiel doch extrem, auch wenn es viele Jumpscares beinhaltet. Und ja, natürlich mit Facecam wegen Erschrecken und allem drum und dran. Und wir machen einfach ein New Game. Freddy's Fazbear Pizza. Okay. Gut, für alle, die nicht wissen, was es ist, man ist halt in dieser Pizzeria, dort Security-Beauftragter, und man muss quasi aufpassen, dass die Kreaturen, die Maskottchen, einen nicht erwischen. So. Und ja, das ist jetzt zwischendrin, Telefon klingelt. Geh ran. Komm. Dann halt nicht. Auf jeden Fall, wir haben halt hier unten diesen Monitor. Wenn ich runtergehe, kommt er. Hier haben wir die ganzen Kameras. Steht da Cam, hier Backstage. Nein, Mute Call. Auf jeden Fall können wir die ganzen Kameras durchswitchen. Und die stehen jetzt alle hier oben. Hier sind wir. Das heißt, die sind wichtig, die Räume. Wir haben hier unten Batterie. Wenn die alle ist, ist das Spiel automatisch vorbei. Und ja, wir müssen halt versuchen, hier bis früh um 6 durchzuhalten. Wir haben hier Licht, weil es gibt hier einen toten Winkel, hier unten. Den sehen wir nicht, den sehen wir nur mit dem Licht. Und wenn da jetzt hier jemand aufkreuzt, dann haben wir, glaube ich, 3 Sekunden Zeit zu reagieren, wenn ich mich nicht irre. Ja, wir können dann die Türen schließen, damit die uns nicht erwischen. Und da spielt Musik im Hintergrund auch gut. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ich weiß nicht, ob man kann den Mund, diesen Lüfter, glaube ich, nicht ausstellen, um Energie zu sparen. So. Hui. Können die sich mal bewegen? Ja, die erste Nacht ist noch ziemlich leicht. Das Spiel heißt Five Nights at Freddy's. Das heißt, man muss hier 5 Nächte lang überleben. Und ja, es ist schon 1 Uhr morgens. Und die bewegen sich immer noch nicht. Also lehne ich mich zurück. Mann, das kann doch nicht sein. Was haben wir hier? Dining Area. Restroom. Restrooms. Kitchen. Könnt ihr euch mal jetzt bewegen, bitte? Aber ohne Witz, wenn so die Maskottchen aussehen, was ist das bitte für eine Pizzeria? Ich finde, die packen dann so irgendwie Spinnenschlangen auf ihre Pizza. Ja gut, Schlangen sind jetzt nicht so wild. Packen einfach Leichenteile drauf. Ja, noch zum Spiel. Wie gesagt, es gibt ja schon einen zweiten Teil, den werde ich mir auf jeden Fall kaufen. Aber ich dachte, ich werde erstmal versuchen, den ersten Teil so zu spielen, dass ich wirklich alle Nächte schaffe. Und ich werde jede Nacht hochladen, egal ob ich gewinne oder nicht. Also ob ich durchkomme oder nicht. Und aber ich muss mich dran gewöhnen, mal in die Kamera zu gucken. Bewegt euch doch mal, ihr Scheißviecher. Ja, ich denke, in den nächsten Tagen wird dann noch eine Runde MW2 kommen, weil das Spiel habe ich jetzt auch neu gekauft. Und es ist schon 2 AM, richtig gut. Ich finde, wir sind einfach die Besten in dem Spiel, auf jeden Fall, ja. Und ja, wenn ich das Video oder generell dieses Format, dass ich auch mal so Grusel, Horror, Psycho-Spiele spiele, könnt ihr das gerne in den Kommentaren da lassen, beziehungsweise einfach mit einer Bewertung zeigen. Och man, mach doch mal. Hui. Ja, ich habe das Spiel auch auf meinem Handy, weil es auch ziemlich nice, dann so abends noch eine Runde Five Nights at Freddy's. Und ist der noch da? Oder ja, der ist noch da. Och man, bewegt euch doch mal. Ich kann euch so zeigen, was ich auf meinem Schreibtisch habe. Was liegt denn hier alles? Ja, zum Beispiel hier leckere Weihnachtskekse. Oder still scharf. Autofokus. Aber ja, hammergeil. Hm.
Das dauert aber auch lange, bis sie sich bewegen. Ja, 3 AM. Komm. Boah, haben wir geil, die Kekse. Ja, was liegt hier sonst noch? Mein Controller. Für Formel 1, GTA, alles mögliche. Oh, hammergeil, hier so ein Globus. Was hier alles rumsteht. Seht ihr gar nicht in der Facecam. Hm. Ja, endlich bewegt sich mal jemand. Gut, der steht jetzt hier. Ihr seht, nicht irgendwie hoch animiert, sondern einfach nur tschüss. Hm. Ja, das Spiel ist jetzt in, ich glaube, maximal 27 Pixeln. Also noch HD. Aber mein Mauszeiger ist gefühlt so riesig. So. Und. Ah, jetzt setzen die Kameras kurz aus. Das heißt, sie bewegen sich. Immer noch. Ah, jetzt ist die Ente hier. Der ist dort. Da ist. Okay, der ist. Alter, wie schnell ist der gesprintet? Weißt du? Der bleibt 10 Stunden da oben stehen und dann sprintet der innerhalb von einem Kameraaussetzer von dort hier lang bis runter. Die Ente ist dort. Der chillt dort im Gang. Bisschen am Cornern. Ja, 4 AM locker. Noch 50% ist. Wir müssen da jetzt noch kein Auge drauf werfen, wirklich. Immer noch dort. Der Bär. Die Ente ist weg. Die Ente ist weg. Die Ente ist weg. Oha. Da ist der Schiss. Was ist das eigentlich? Ist das ein Hund oder ein Bär oder keine Ahnung? Oh. Hm. Oha, der Bär. Da war er. Jetzt seht ihr hinten den Schatten. Oh, krass erschrocken, ey. Mann, verpiss dich da einfach bitte. Wo ist die Ente hin? Da frage ich mich. Da ist die Ente. Der Bär chillt noch. Die Ente ist dort. Können wir mal wieder aufmachen. Mann, geht doch einfach da weg. Ja, 5 AM, locker. Die Ente chillt da, Bär dort. Gut. Ist der immer noch da? Ich glaub's nicht. Der Beschläger. Boah. Dom, dom, dom. Ich glaube, wir können die Türen sogar unten lassen, weil 30%, na gut, 29, in einer Stunde reicht das locker noch. Und der will einfach nicht weggehen. Was ein Asi. Die Ente ist immer noch dort. Geh doch weg. Der Bär bleibt dort. Ente ist hier vorne. Läuft bei der Ente. Ja, weil die wirklich läuft. Immer noch. Wie lange bleibt der da? Richtig unverschämt. Komm, jetzt schalt um. Buh. Alter. Ich glaube, der campt dort. Der hat da sein Zeltchen aufgeschlagen. Hm. Ja, gut. Dum, dum, dum. Ja gut, das war jetzt schon die erste Nacht. Nein, ich will nicht weitermachen. Ich will nicht weitermachen. Halt. Hm. Gut. Na, auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. War noch nicht so viel Spannung. Darum freut euch eher auf die nächsten Folgen. Da kommt ein bisschen mehr. Das weiß ich schon. Ich will nicht spielen. Gut, beenden wir es einfach. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.